Freiwild, Freibeuter, Freiburg, Freising. Freistoß, Freischwimmer, Freilandgemüse. Freimeuter. Es gibt so schrecklich viele Begriffe, die mit Freiheit zusammenhängen und keiner weiß, was es eigentlich ist. Mich verwirrt das etwas. Sogar eine Freiheitsstatue wurde erfunden, um die Freiheit zu symbolisieren. Wo stelle ich die jetzt am besten hin? Hier. Herr Trebermann, vielleicht können Sie mir helfen mit der Freiheit. Viele reden von Freiheit und meinen bloß das Geld verdienen und die Ausbeutung. George Bernard Shaw hat einmal gesagt, man nennt mich einen Ironiker. Aber auf die Idee, eine Freiheitsstatue ausgerechnet im Hafen von New York aufzustellen, wäre selbst ich nicht gekommen. Ich denke, das ist das Problem. Das ist das Problem. Vielleicht können wir das nähergehend erörtern. Vielleicht möchte ich gar nicht fragen nach einer Definition von Freiheit. Weil wahrscheinlich kann man Freiheit als solche ja nicht definieren. Vielleicht können Sie uns sagen, was Freiheit nicht ist. Ich denke, die meisten haben eine große Angst vor der Freiheit, weil sie darin besteht, dass ein Mensch selber entscheiden muss. Er ist sich selber ausgeliefert, er spürt, dass er einmalig ist. Man kann ihm von außen her nicht mehr sagen, wer er sein muss oder was er zu tun hat. Das schafft Unsicherheit, das wirft den Menschen in einen Raum von Möglichkeiten, die nicht von vornherein festgelegt sind. Drum ist Freiheit als erstes das Gegenstück von jeder Vergewaltigung von außen, von jeder autoritären Fremdlenkung, von jeder verinnerlichten Form von Gewalt. Aber wird nicht Freiheit so oft, ich meine, ich mache diese Erfahrung immer, eigentlich mit Willkür verwechselt? Die Leute sagen, ich will jetzt tun, was ich möchte, ich bin so frei, ich tue das einfach, ich kann mir leisten, was ich will. Und da scheitert es ja meistens auch daran. Da sehen die Leute irgendwann einmal, es klappt so nicht, weil sie eben tun, was sie tatsächlich wollen, aber nicht tun, was sie sollen. Das ist wirklich ein Problem, herauszufinden, was man ernsthaft wollen kann. Mhm. Im Moment scheint einem manches erstrebenswert, was so über kurz oder lang sich als Ruin herausstellt für sich selber oder für andere Menschen. Nein, ich glaube, es war ein richtiger Gedanke in der Aufklärung, dass Freiheit, Selbstbestimmung, Autonomie identisch ist im Grunde mit Sittlichkeit. Alle moralischen Inhalte haben den Zweck im Grunde, den Menschen dahin zu bringen, der zu sein, der er ist, mit sich identisch zu werden. Es zeigt sich aber dann, dass alle autoritären Systeme, ob in Kirche oder Gesellschaft, die Freiheit ihrer eigenen Untertanen, ihrer Gläubigen, ihrer Mitbürger förmlich fürchten. Es bedroht die Strenge eines Systems der Machtausübung, wenn es Individuen gibt, die sich auf ihr eigenes Denken, ihr eigenes Fühlen, auf die Einmaligkeit ihres Lebens besinnen. Dann wird gern gesprochen von Willkür. Lassen Sie es mich in einem Bilde sagen. An einem Wildbach ist eine Menge Leben, eine Menge Gestaltungsmöglichkeit denkbar. Kommt der Winter, friert der gesamte Fluss ein, und es tritt eine bestimmte Form von Ordnung an die Stelle des sprudelnden Lebens. Man hat eine gewisse Starre, man hat eine Übersichtlichkeit. Man wartet auf den Frühling, bis das durch höhere Energiegrade das Ganze wieder ins Fließen kommt und an den Rändern, an den Ufern blühendes Leben an die Stelle tritt. Von außen herrscht jetzt das Chaos, aber genauer betrachtet wird auch das Leben selber sich wieder seine Ordnung geben. Und darauf kommt es eigentlich an. Die Ordnung, die wirklich menschlich ist, wächst aus unserem eigenen Inneren, wird nicht mit erhobenem Zeigefinger zu verordnen sein, ist nicht etwas, das man im Vorhinein anweisen könnte. Wir wissen heute, dass man nicht einmal die Wolkenbewegung für ein paar Tage im Voraus sagen kann. Kein Mensch könnte den Verlauf eines Bergbaches wirklich bestimmen. Aber immer noch glauben Leute, sie können die Freiheit versprechen, wenn sie uns zu Mitgliedern ihrer Partei oder ihrer unfehlbaren Lehren machen. Das ist wirklich abergläubisch. Das macht ja jeder, nicht? Ich erinnere mich an das berühmte Schlagwort einer Bundestagswahl vor 10 oder 12 Jahren. Da hieß es Freiheit statt Sozialismus. Mhm. Jedes Gesellschaftssystem verspricht ja den Abhängigen
Freiheit. Ob das nun der Kapitalismus ist, der hat Freiheit versprochen, Freiheit durch das Geld. Der Kommunismus hat Freiheit versprochen als Untertanen des Staates. Letztlich haben beide Systeme ihre Mitglieder nur versklavt. Und da entstehen dann Rebellionen mit einzelnen herausragenden Figuren, die werden dann Rebellen genannt, die eigentlich, ja vielleicht tun sie gar nichts anderes als zu zeigen, dass das, was da propagiert wird, so frei ja gar nicht ist, sondern dass wir uns in Abhängigkeiten begeben. Ich glaube, das wirkliche Problem des ausgehenden 20. Jahrhunderts besteht wirklich darin, wie wir zwei an sich unzusammengehörige, fast gegensätzliche Begriffe Freiheit und Gerechtigkeit zusammenbekommen. Mhm. Das Experiment des Sozialismus lief darauf hinaus, weltweit eine Gerechtigkeit verordnen zu wollen, die ohne Freiheit auskäme, die nicht mehr gefährdet ist durch die egoistischen Interessen Einzelner. Und umgekehrt, was wir im Westen Freiheit genannt haben, ist im Grunde die Erlaubnis, die Welt auszubeuten bis zu den Rändern. Isoliert ist die Freiheit in sich, so definiert, chaotisch, aber eine starre Form von Gerechtigkeit auch. Wir wissen heute, dass eine Ordnung, die keine Veränderung, keine Fluktuationen an den Rändern zulässt, mit dem Tod identisch ist. Das Herz geht nie so regelmäßig wie kurz vor dem Infarkt. Es ist jedes System ganz dicht an seinem eigenen Untergang, wenn es nur noch die Ordnung und nichts als die Ordnung kennen will. Dann ist die Frage nach dem Grund von Rebellionen. Sie müssen sein, damit überhaupt etwas in Bewegung kommen, wenn wir unter Rebellion jetzt Widerspruch, Veränderung, Aufstand gegen eine bestimmte etablierte, festgewordene Form von Ordnung verstehen. Das erinnert mich an den Hauptmeuterer der Bounty, an Fletcher Christian, der mit seinen Männern nach Pitcairn eilte und dort Zuflucht fand. Ich selbst war vor 2 Jahren auf Pitcairn, das ist der isolierteste Ort auf der Welt. Ich machte eine Reise von Tahiti nach Chile, das sind 10.000 Seemeilen, und kam unter anderem nach Pitcairn, wo 54 Nachkommen dieser Meuterer leben. Und ich hatte nun den Eindruck, sehr eigenartig, sie fühlen sich alle als Rebellen, sie sind sehr stolz darauf, dass sie es dem britischen Vaterland oder Mutterland gezeigt haben. Und selbst in dieser relativen Freiheit, die sie dort leben, haben sie starre Strukturen entwickelt, was man alles darf oder nicht darf. Also selbst diese freiheitlichen Menschen, das sind die englischen Männer gemischt mit ihren tahitianischen Frauen, deren Nachkommen, gibt es Sozialstrukturen. Die 12-jährige Ur-Ur-Urenkelin von Fletcher Christian hat mir hier ein Gedicht mitgegeben, das sie geschrieben hat. Sie sagt hier am Ende, Pitcairn ist der Platz, wo ich immer bleiben werde und bleiben möchte, heute, morgen und immer. Vielleicht kann man das mal eben zeigen. Dieses schöne Gedicht hat eine 12-Jährige geschrieben, die eigentlich von der Freiheit als Kind eine große Ahnung hatte. Können Kinder mehr Freiheit verstehen, als wir es tun, dass sie sich nicht in Abhängigkeiten begeben? Ich glaube, es wäre ganz viel gewonnen, wenn aus Experimenten wie den Flüchtlingen der Bounty oder aus der Begründung von Australien etwas Wesentliches an Lehre hervorgehen könnte. Kein Mensch, dem man auch nur die Chance gäbe, glücklich zu sein, würde doch zum Verbrecher werden, würde zerstörerisch Unordnung wollen. In diesem negativen Sinn ist Rebellion, ist Zerbrechen der Fesseln immer Protest gegen eine vorgefundene Unmenschlichkeit. Mhm. Was immer sich auf der Bounty abgespielt haben mag, wir selber vermuten in einer Südseeinsel heute den Traum Gauguins. Wir sehen uns auszusteigen aus einer Welt, die immer enger wird, die uns mit der Sklavenfessel der Uhr von früh bis spät gefangen nimmt und den ganzen Tag durchprogrammiert. Wann haben wir die Freiheit außerhalb der Ferien wirklich mal zu tun, was wir wollen? Da haben wir ja die berühmte Freizeit, nicht, die uns aber zu viel größeren Sklaven eigentlich macht. Die Freizeit ist so durchgestylt, möchte man schon sagen, dass sie zu einem kompletten Stress wird. Nicht? Man muss segeln, man muss Bodybuilding machen, was man alles tun muss eben, um en vogue zu sein. Die ganze Industrie geht schon wieder darüber her, auszubeuten, was ehedem ein Wunsch war. Entscheidend scheint mir zu sein, dass man energisch nur etwas verneinen kann in der Kraft einer tieferen Bejahung. Albert Camus hat einmal gesagt, jede Revolte hat ein Recht, schon weil sie es riskiert, etwas in Frage zu stellen.
Jeder kulturelle Fortschritt besteht da drin. Irgendetwas zu zerbrechen, das auf der Stelle treten, ist im Grunde der Stillstand und identisch mit dem Tod. Es gibt eine kleine witzige Erzählung aus dem 17. Jahrhundert in Persien. Ein islamischer Mullah, also so viel wie ein Priester in der katholischen Kirche, wurde vor Gericht zitiert und der Mullah fragte ihn, Nasruddin, wie alt bist du? Und er sagt, Effendim, 40. Und der Richter, sehr böse, sagt, du Dummkopf, das hast du vor 2 Jahren schon gesagt. Und Nasruddin erklärt, eben, Effendim, vor Gericht stehe ich stets zu meiner Aussage. Nasruddin wollte andeuten, es gibt Leute, die glauben der Ordnung und der Wahrheit und nichts als der Wahrheit zu dienen, indem sie immer wieder dasselbe tun und dasselbe sagen. Diese Leute merken nicht, wie sehr sie sich belügen müssen, weil das Leben sich stets ändert. Ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Fluktuation und neuen, firmen, sich selber organisierender Ordnung, das macht im Grunde den ganzen lebendigen Prozess aus. Und entscheidend wäre, dem Leben zuzutrauen, dass es die Kraft hat, sich von innen her zu gestalten. Ich sehe dauernd die Leute bemüht, Blumen aufzuwinden an bestimmten Spalieren und zu denken, wenn erst einmal von außen Halt gegeben wird, dann stimmt es. Wahrscheinlich brauchten die Blumen bloß etwas Regenwasser, um von innen her die Festigkeit zu bekommen, die nötig wäre. Ich sah kürzlich an einer Hauswand mit einem kleinen Vorgarten 2 Gartenzwerge. Und diese Gartenzwerge waren mit Ketten angebunden an der Hauswand, sodass sie niemand stiehlt. Finde ich ja nun besonders interessant. Einerseits die Freiheit, den Garten zu gestalten, andererseits die Freiheit, sofort wieder zu versklaven, ein Gartenzwerg angebunden zu haben. Also eine sehr merkwürdige Sache. Also man, hier herrscht wahrscheinlich eine Zwangsneurose bei diesen Menschen vor. Ich habe ja auch irgendwie eine, wenn Sie gerade gesehen haben, dass ich hier meinen kleinen Sandkasten gerechnet habe. Ich habe immer das Problem, ich muss alles aufräumen. Ich bin sozusagen einen extremen Ordnungszwang beherrscht. Es gibt tatsächlich nichts Tieferes, glaube ich, als Angst vor der eigenen Freiheit. Mhm. Die meisten Menschen sagen, sie möchten frei sein. Aber wenn Sie jemanden treffen, der es wirklich ist, dann bringen Sie ihn um. Ob das Mahatma Gandhi ist oder Martin Luther King oder Jesus von Nazareth. Dostojewski hat das mal beschrieben im Großinquisitor als die zentrale Versuchung, den Menschen förmlich erlösen zu wollen von der Last, die es bedeutet, frei zu sein. Die große Herde wünscht immer wieder ein klares Gesetz, eine Anweisung von außen. Und wenn Sie sagen Zwangsneurose, man kann eine der wichtigen seelischen Krankheiten sicher dadurch interpretieren, dass Menschen alles richtig machen wollen und denken, man kann ihnen nie mehr einen Vorwurf machen, wenn sie alles ordentlich, wie es sein muss, wie es dem Gesetz entspricht, wie es makellos dann dasteht, tun. Die Gefahr ist, dass man überhaupt nicht selber lebt. Am Ende macht man alles falsch, weil man überhaupt nicht dazu kommt, eine eigene Existenz auszubilden. Vielleicht können wir an der Stelle ein wenig Übersicht auch schaffen, indem wir Freiheit doch vielleicht ein Stück definieren. Schaffen wir mal ein kleines, vielleicht, wenn wir uns über diese Weise dem Phänomen Freiheit annähern, was würden Sie jetzt sagen, wozu sind wir gekommen? Was ist Freiheit jetzt in diesem ersten Schritt? Ich definiere es mal mit dem dänischen Religionsphilosophen Søren Kierkegaard. Er meinte, Freiheit ist nicht einfach eine Naturtatsache, sondern eine wirkliche Synthese zwischen Gegensätzen. Ich bin nicht frei, wenn ich mich völlig bestimmen lasse von dem, was von außen vorgegeben wird, vom Endlichen ringsum. Ich muss Stellung nehmen, aus einem anderen Feld heraus. Ich muss zwischen Möglichkeit und Notwendigkeit eine Vermittlung setzen, zwischen Unendlichkeit und Endlichkeit. Nun ist es möglich, aus diesem Schwebezustand zu flüchten, einfach indem man beispielsweise nur die Notwendigkeit wählt. Ein Mensch kann daran verzweifeln bis zum Ersticken, dass er nichts weiter tun will als das, was andere ihm vorgeschrieben haben. Er kann nicht essen morgens, ohne dass er die Diätetik irgendeines Lehrbuches benutzt. Er kann nicht zur Arbeit gehen, ohne die bestimmt kürzeste und zweckmäßigste Fahrverbindung rauszusuchen. Er kann in der Arbeit nichts tun, ohne alles ganz korrekt, pünktlich, ordentlich, aufmerksam, pflichtbewusst, so dass von außen niemals irgendetwas wie Schuldvorwurf entstehen könnte, durchzuführen. Am Ende kennt ein solcher Mensch sich selber überhaupt nicht.
Er weiß um seine Gefühle nicht. Er hat nie gelernt, einen eigenen Wunsch zu haben. Und das Schlimme ist, er wird merken, er geht ja auch mit den anderen Menschen so um. Die Freiheit, die er sich nicht erlaubt, wird er auch seinen Kindern verweigern. Er wird ständig da stehen wie das Lehrbuch, das den anderen sagt, wie das richtige Leben ist. Die kleinsten Dinge brauchen eine höhere Ableitung aus der Metaphysik oder der Biologie. Es gibt nichts, was auf Erden geschehen könnte, ohne dass es vom Himmel her befohlen wird. Ein solches Leben kommt nie dazu, wirklich zu sein, aus lauter Angst, dass so etwas wie der Atemwind der Möglichkeit da hineinkäme. Eigentlich kommen jede Woche Menschen zu mir mit der dringenden Frage, was soll ich jetzt tun? Sie kommen mit ihrer Frau nicht zurecht, mit den Kindern nicht zurecht, auf der Arbeit wissen sie nicht weiter. Die Lösung ist fast immer für diese Art, sagen wir, der zwanghaften Flucht vor der eigenen Freiheit, dass man Menschen lehrt, den eigenen Wünschen nachzuträumen. Sich mal vorzustellen, wie es wäre auf der Südseeinsel. Man wäre ein Stück allein. Es gäbe niemanden, der einem sagt, was pünktlich um 12.30 Uhr mittags zu tun ist. Welche Gedanken dann hochkämen. Man wird dann sehr bald merken, dass jeder seine gewisse Angst vor dem Chaos mit sich trägt. Er denkt, wenn ich mich auf mich selber einlasse, gibt es ein Durcheinander. Die Wirklichkeit ist, da formt sich gerade das, was innerlich stabilisieren könnte, was dann auch wirklich trägt und stimmt. Eine Empfindung für sich selbst, für die eigene Wahrheit. Diese Menschen kommen zu Ihnen und sagen, was soll ich tun? Sie sagen nicht, was will ich tun? Und wenn Sie davon sprechen, dass das himmlische Gefüge das vorgibt, dann haben wir ja heute die Situation, dass diese himmlische Botschaft von der Werbung übernommen wird. Denn die Werbung erzählt uns, was wir tun sollen, wenn wir frei sind. Wir müssen diese Zigarette rauchen, wir müssen in dieses Land fahren. Mit den wunderbaren Bildern von endlosen Landschaften wird uns Freiheit imaginiert, die wir selbst nie haben können. Wir geben unser Geld dorthin und sind dann natürlich maßlos enttäuscht, weil wir merken, wir haben keinerlei Freiheit. Die Freiheit ist uns wieder entglitten. Wie kann ich denn persönlich, privat Freiheit erfahren? Mit anderen Worten, gibt es bevorzugte Orte der Erfahrung dieser Freiheit? Nehmen wir nochmal das Gegenstück zu diesem zwanghaft organisierten Typ. Wir kennen aus der Psychotherapie die Verhaltensweise der Hysterie. Ja. Da wird jemand sein ganzes Leben vertun in Möglichkeiten. Da wird also dieses Urlaubsangebot, dieses Kleidungsstück, dieses Make-up, diese Art der Selbstdarstellung wählen, in der Meinung, dann ist er ja freier, er lebt intensiver. Er merkt aber gar nicht, dass er dauernd Drehbücher aufführt, die er nie selber geschrieben hat. Er lebt ständig auf der Bühne, er spielt ständig eine Rolle. Er existiert nie wirklich. Das ist praktisch nur der umgekehrte Pol dessen, was wir eben als zwanghaft beschrieben haben. Ein Mensch deklamiert alles durch, was denkbar ist, findet aber nie heraus, was er selber sagen oder tun oder leben sollte. Ich glaube, dass die Not in unserer Zeit ganz groß ist, die darin besteht, Mut zu machen, ein Individuum zu sein. Sich zu besinnen darauf, was in uns liegt. Einmal so gesagt, jeder Mensch hat der ganzen Welt etwas zu sagen, das nur er ihr vermitteln kann. Es ist, wie wenn die Welt eine Art Symphonie wäre, in der jeder von uns einen bestimmten Ton, eine bestimmte Sequenz spielen müsste. Und fällt sie aus, stürzt etwas ein, das seine eigene Kohärenz, seinen eigenen Zusammenhang verliert. Das herauszuspüren, was nur im eigenen Ich verborgen liegt, um es mitgeteilt zu werden an die ganze Welt, das wäre die Aufgabe. Dafür sind aber die Propheten, die Rebellen ja notwendig, nicht? Unbedingt. Aller wirklicher, religiöser, menschlicher Aufbruch ist an diesem Rande prophetisch, revolutionär. Aber welche Mittel soll sich so ein Rebell bedienen? Es gibt Terroristen, die fühlen sich auch als Rebellen und haben sicherlich die falschen Mittel. Das Schlimme ist, dass man rebellieren kann, indem man die Mechanismen der Unterdrückung nur wiederholt. Sigmund Freud hat das mal beschrieben, dass die Revolutionen im Verlauf der Geschichte gegen eine Autorität angehen, die dann sofort wieder übernommen wird. Man kann den Zar stürzen und sogleich das bolschewistische Regime an die Stelle rücken. Oder man kann, wie in Mexiko, Zapatas Regierung so organisieren, dass die Diktatur gleich in die Freiheit wieder zurückübernommen wird. Es ist sehr schwer, frei zu werden dadurch, dass man die Mechanismen der Gewalttätigkeit, der Angstverbreitung, der Unterdrückung sich nicht zu eigen macht. Der für mich freieste Satz, der je gesprochen wurde, steht in meinen Augen in der Bergpredigt. Da sagt Jesus einmal, wer dich auf die eine Wange schlägt, dem halt die andere hin.
Und wer von dir den Mantel will, dem gib auch noch das Hemd. Leistet dem Bösen gegenüber keinen Widerstand. Jesus will offensichtlich andeuten, Freiheit bedeutet, dass man innerlich unabhängig wird von dem, was scheinbar unvermeidlich einem aufgezwungen wird. Man holt noch einmal Luft und man denkt darüber nach, was hat denn der andere jetzt getan? Vielleicht hat er mir Unrecht getan. Aber wenn ich das schon weiß, ist ja die Frage, wieso kommt der andere dazu, mich gänzlich falsch zu sehen? Was geht in ihm vor sich? Und je mehr ich mich bemühe, ihn zu verstehen, werde ich auch frei für mich selber. Das ist ein großartiger Satz, weil er eine Möglichkeit schafft, aus dieser ewigen Blutmühle von Reaktion und Gegenreaktion, von Gewalt und Gegengewalt, Angst und Gegenterror herauszutreten und zu werden, was wir im Grunde sein möchten. Ich glaube, die meisten stehen in ihrem Leben irgendwann vor der Frage, warum habe ich nun gelebt? Also wäre und es ist sehr schlimm, am Ende einen Aufsatz wiederzubekommen, der unterschrieben ist, mit Thema verfehlt. Ja. Wäre die große Freiheit, die Möglichkeit, Freiheit tatsächlich zu erfahren, aller Jesus oder aller Buddhismus, der ja auch sagt, im Mitgefühl an die Welt schaffe ich dieses, so über sich hinauszuwachsen. Ich nehme mal das Beispiel, Sie greifen mich an, verbal oder körperlich, und ich frage dann erstmal, warum tun Sie das eigentlich? Ich reagiere also nicht. Also das endlose Spiel zwischen Aktio und Reaktio aufzuhören und die Beweggründe des anderen zu erforschen, das hat natürlich auch eine wunderbare Nebenkomponente, dass der andere so erschrocken ist über diese Reaktion, die ja eigentlich keine ist, dass er sich selbst fragt, warum tue ich das? Aber zurück zur Freiheit. Die Freiheit, die wir meinen, liegt ja sicherlich nicht in dieser Unbestimmtheit, in den endlosen Feldern, sondern sie liegt in einem selbst. Das, glaube ich, können wir schon einmal festhalten. Und die Rebellion könnte, die innere Rebellion könnte auch dazu führen, dass wir frei werden. Ich bin davon überzeugt, wir müssen als erstes ein Gespür wiederfinden für uns selber. Schon das baut die Angst vor der Willkür ab. Allerdings ist der Weg dahin nicht einfach. Vielleicht lässt sich das am Beispiel der Psychoanalyse, der Therapie einmal verdeutlichen. Menschen kommen mit der Frage, wie geht's jetzt weiter mit meinem Leben? Sind wie zerbrochen, fühlen sich am Rande, glauben dringend einen Ratschlag jetzt von außen befolgen zu müssen. Aber die ganze Kunst ist zunächst, den nicht zu geben, sondern dem anderen zuzutrauen, es wird sich in ihm ordnen. Seine Seele, sein Leben ist wie ein Organismus, der eine bestimmte innere Anweisung hat, wie er sich formen und verhalten muss, um gesund zu leben. Wenn man nur erstmal die Irritation von außen, die Verstellungen durch fremden Druck abbaut, vor allem wenn man die Angst vor sich selber lindert. In meinen Augen war das genial vor 100 Jahren, als Freud dachte, wir müssen die Leute buchstäblich mal auf die Couch legen, damit sie zur Ruhe kommen und schaffen so etwas wie einen Erlaubnisraum, in dem sie sagen, fühlen, denken dürfen, was ihnen durch die Seele geht. Wenn es gelingt, die innere Zensur sogar zu unterwandern, die bis in die Nächte hinein uns zensiert, bis in die Traumbilder uns selber den Weg zu uns verstellt, dann gibt es vielleicht im Verlauf von Monaten und Jahren eine gewisse Möglichkeit, auszusprechen, was an Wahrheit, an Freiheit darauf wartet, gelebt zu werden. Es ist für die meisten, wie wenn man in einen Keller geht, den man nie betreten hat, und öffnet plötzlich eine Kammer, hinter der es spukt. Man hat immer Angst gehabt vor diesen Räumen. 6/7 unserer Psyche liegen im Unbewussten, steuern uns bis in das Tagleben hinein, an Bereichen, wo wir glauben, frei zu sein. Wir merken aber nicht, wie festgelegt wir sind. Wir gewinnen uns erst selber, wenn wir den Mut haben, uns selber in die Augen zu schauen. Aber das geht wirklich nur, wenn wir einem anderen begegnen, der uns ernst genug nimmt, der oft mehr an uns glaubt, als wir das selber wagen, und der irgendwie das Vertrauen schenkt, du wirst nicht mehr ganz alleine sein. Es kann jetzt kommen, was will, in dem entscheidenden Abschnitt deines Lebens wirst du begleitet. Das ist aber Liebe dann. Das ist ein wunderbares Wort. Ich glaube, die Alternative, die entscheidende Alternative des Lebens eines jeden Menschen liegt darin, wie er mit der Angst umgeht, die dazu gehört, ein Individuum zu sein und frei zu sein.
Die ganz große Gefahr ist, er flüchtet in die Vorgaben der Institutionen, in das Gesetzbuch, in den Ritus, in die Magie, in die festgesetzten Traditionen. Dann wird er immer weiter von sich wegkommen und scheinbar an der Oberfläche wird alles in Ordnung sein, während es innen immer mehr, wie auf dem Boden eines Vulkans, beginnt sich auf den Ausbruch vorzubereiten. Oder er lernt die Angst zu beantworten durch ein Vertrauen in eine andere Person, die in ihrer Freiheit ihm zeigt, es darf dich geben und es ist etwas Wunderbares, das du bist. Aber das ist die Liebe. Den anderen zu entdecken als etwas, das nicht sein müsste, aber für das man im Himmel und auf Erden nur dankbar sein kann, dass es diesen Menschen gibt. Dann hebt sich Angst auf, Individualität riskiert sich und es ist wunderbar zu leben. Ich habe einmal ein Liebespaar, das passt jetzt wunderbar zusammen, zwei Dinge. Ich habe ein Liebespaar, die trampten in Italien mitgenommen. Die hatten 100 Mark dabei und sie wollten nach Indien. Ich fuhr etwa 4-5 Stunden mit ihnen, dann wollten sie aussteigen und wir haben uns lange darüber unterhalten, weil sie wollten Freiheit haben. Sie wollten mit 100 Mark Freiheit haben. Was hätten Sie solchen Menschen geraten? Ich habe das selber mal erlebt. Ich war da mal 17, hatte wann, ganze 50 Mark und wollte nach Griechenland. Ja. Und fand in Österreich einen Fahrer, der mich mitnahm, ein Lehrer, dem ich sehr vertraute. Ich erzählte ihm ganze Teile meines Lebens und sagte, ich habe ein scheußliches Gefühl. Im Grunde fahre ich ja mit als Schnorrer. Ich tue etwas, das ich nicht selber tragen kann. Und er antwortete, das ist nicht richtig. Ich sehe, Sie sind ein Mensch, der sich für vieles interessiert, der eine reiche Kultur sehen möchte, der das, was er in der Schule gelernt hat, selber mit eigenen Augen erfahren möchte. Einem solchen Menschen helfe ich gern. Soweit ich kann, nehme ich Sie mit. Und es wird ganz sicher sein, dass wenn Sie eines Tages Geld haben sollten, es einsetzen für andere. Junge Leute, die neugierig sind und die Welt kennenlernen wollen. Das war wunderschön, weil natürlich ist es ganz genauso. Sind Sie Freiheit nach Griechenland kann gekommen? Ja nie. Ich bin nach Griechenland, gut, nach Kreta gekommen. Ja. Und habe den Mann nie vergessen, obwohl es nur eine halbe Stunde Autofahrt war. So eine wirkliche Offenbarung für mich, dass Freiheit nie nur ausnutzend ist, sondern das Geschenk, in dem sie sich erfüllt, gibt sie augenblicklich weiter, so wie alles Glück nie egoistisch ist. Ich glaube, viele haben den Eindruck, Menschen, die sich selber suchen, die frei sein möchten, sich selbst verwirklichen wollen, das sind latente Anarchisten, das sind Unglückswürmer, die anderen mit ihrem Egoismus auffressen. Ganz simpel in einem Bild gesprochen, Sie oder ich, wir brauchten nur einen starken Zahnschmerz zu haben oder irgendein Wirbel wäre verrutscht. Wir könnten diese ganze Sendung nicht geordnet durchführen. Wir würden permanent... Meine Ferse gerade schrecklich weh. Ich habe irgendeinen Krampf da unten. Den habe ich aber schon seit heute Morgen. Ich probiere, die Sendung dennoch zu machen. Aber wir würden bei jedem körperlichen Schmerz oder seelischem Leid ja doch ständig an diesen Punkt denken, wo es nicht stimmt. Ja. Mit Wilhelm Busch gesprochen, unsere Seele säße dann im Backenzahn. Leid und Schmerz sind egoistisch. Aber doch nicht Glück, das sich entfaltet, nicht Freiheit, die sich riskiert, nicht die Seele, wenn sie Flügel bekommt in der Liebe. Da muss man keine Angst haben, obwohl das all denen Angst macht, deren Macht überhaupt nur darin gründet, Angst zu machen. Vor der Freiheit. Sage ich in der Liebe nicht, wenn ich einen anderen liebe, wage mich, tue mich, mache mich, erfülle mich. Liegt darin nicht in dieser Bindung innerhalb der Liebe eine so eminente Freiheit? Ganz sicher. Ein Mensch hat mit sich alleine die größten Zweifel, was er wert ist. Er muss sich nur umschauen. Er wird lauter Gegenständen, Lebewesen begegnen, die vor einer bestimmten Zeit ins Leben getreten sind und niemand hätte sie vermisst, wenn es sie nicht gäbe. So ist das mit unserem Leben. Jeden Nagel, den wir in die Wand schlagen, könnten wir beneiden, weil er länger existieren wird als wir. Höchstwahrscheinlich. Ja. Die Zeit läuft so rasch ab. Also wofür gibt es uns? Es muss uns nicht geben. Und wir könnten jetzt wieder davor weglaufen und sagen, ich bringe etwas hervor, das meine Anerkennung den anderen abtrotzt. Ich mache mich so notwendig wie Wasser und Brot, dass die anderen nicht ohne mich leben können. Ich kenne Männer, ich kenne Frauen, die ihren Kindern, ihren Gatten gegenüber sich so verhalten. Sie machen die anderen abhängig, um selber was zu werden. Sie häufen immer mehr Macht auf, damit sie durch den Abstand zu den anderen an Bedeutung gewinnen. Das alles zerstört die Freiheit, die sie nach außen selber zu beanspruchen vorgibt.
Aber umgekehrt, die Liebe schenkt das Vertrauen, es soll dich geben. Es muss dich nicht geben. Aber ich entdecke, dass mein ganzes Leben hohl und nichtig wäre, ohne die Ergänzung, die es in dir findet. Das ist wunderbar, wenn zwei Menschen einander so begegnen können. Das Paradox ist, die Seele der meisten ist gewissermaßen wie eine gefrorene Tundra. Da ist es metertief noch kalt drunter. Kommt die Liebe, nun bricht der Frühling an, friert der Boden ab, taut er ab und bringt neues Leben hervor, bricht es in der Seele der meisten auf wie Tränen, die nie geweint wurden. Plötzlich entdeckt man, wie viel Angst da versammelt wurde seit Kindertagen. Die Liebe besteht ja auch darin, den anderen nochmal zurückzuführen in die Zeit, wo er ein Kind war. Zwei Menschen, die sich lieb haben, reden sich an mit Kinderworten der Zärtlichkeit, nennen sich mit Tier- und Kosenamen, streicheln sich, spielen Mutter und Kind oder Vater und Tochter wechselseitig. Man fantasiert, zu welchem Zeitpunkt man sich eigentlich hätte begegnen müssen, im Kindergarten, schon in der Schule, und was wäre gewesen, wenn das passiert wäre. Man findet immer weiter rückwärts die Formen des Lebens noch einmal, in denen man stehen geblieben ist, die unterdrückt wurden. Das macht gerade aus der intensiven Nähe zwischen zwei Menschen so viel an Problematischem. Kein Mensch liebt ja nur einfach eine Frau, sondern da drinnen auch die Erfahrungen mit seiner Mutter, seiner Schwester, mit all dem, was ihm gefehlt hat, wonach er sich gesehnt hat, was er gefürchtet hat, worin er Vertrauen zu setzen gewagt hat. Und das alles muss jetzt nachreifen dürfen. Da wird noch einmal in der Liebe, die die Angst beruhigen sollte, viel Angst aufbrechen. Aber das kann gar nicht anders sein. Menschen, die so erleben und dann sagen, warum tue ich meinem Mann, meiner Frau jetzt so viel Unrechtes an? Ich weiß doch, das bezieht sich auf meinen Vater, meine Mutter. Das gilt doch gar nicht dem. Kann man nur sagen, diese Ängste kämen überhaupt nicht, ohne dass sie den anderen sehr stark lieben würden. Wir nennen das in der Psychoanalyse dann Übertragung oder Wiederholungszwang. Aber das sind nur Worte, an denen oft die Liebe auch scheitern könnte. Das ist ein wirkliches Ringen, nochmal, zwischen Angst und Vertrauen, zwischen Gelingen und Misslingen eines ganzen Lebens oft. Kann denn Liebe in dieser Weise eine Bindung darstellen, die dennoch Freiheit bedeutet? Denn normalerweise denken wir ja immer, im Moment, wo ich tatsächlich liebe, nicht verliebt bin, bin ich gefangen. Ich bin in den Mauern der Liebe gefangen. Promiskuität ist zum Beispiel ein Versuch, aus diesen Mauern auszubrechen, sicherlich auch untauglich. Und das Paradox der Liebe würde ja bedeuten, ich habe plötzlich keine Freiheit von etwas mehr, sondern ich bin plötzlich für einen Menschen frei. Nur dieser Mensch, dieser eine einzige, einzigartige Mensch, für diesen bin ich frei von allen anderen. Also es ist natürlich eine Art Exklusivität, es schließt alle anderen aus. Aber dennoch ist es eine Freiheit von etwas, von den anderen, für diesen einen Menschen aus den Milliarden. Ich glaube nicht, dass man Freiheit erringen kann oder sogar ein Ideal dafür entwerfen kann. Meide lebenslänglich einen Mann oder meide lebenslänglich eine Frau. Ich kenne etwa in der katholischen Kirche Priester, Ordensschwestern, die versichern, dass sie umso freier sind, als sie nie gewagt haben, einen einzelnen Menschen zu lieben. Ich kenne ewige Junggesellen, die schwören, dass sie völlig frei sind. Ich bin da sehr skeptisch und bei näherem Betracht habe ich noch nie gefunden, dass es so stimmt. Sondern da sind Menschen wieder auf der Flucht vor sich selber. Sie haben Angst, oft glücklich zu sein. Sie haben Angst vor bestimmten Triebimpulsen, die man ihnen als Schuld, als etwas, das nicht sein darf, seit Kindertagen vorgestellt hat. Sie haben Angst, in der Frau an ihrer Seite vielen Forderungen wieder zu begegnen, die sie seit Kindertagen in der Gestalt ihrer Mutter oder ihrer Erzieherin gefürchtet haben oder umgekehrt ihres Vaters. Keine Freiheit ist glaubwürdig, die im Grunde zeigt, dass sie nichts weiter ist als die gefrorene Angstflucht. Umgekehrt, man wird finden, dass in der Bindung an einen Menschen etwas zusammenkommt, das logisch sich auszuschließen scheint. Bindung und Unabhängigkeit. Kein Mensch wird sich leidenschaftlicher unabhängig fühlen, als wenn er einen einzelnen Menschen liebt. Denn nochmal, dieses Gefühl schafft ihm ja ein Empfinden dafür, dass es ihn geben darf, geben soll sogar. Dass er mit seinen Eigentümlichkeiten, seinem Charakter, seiner Person, seinen Fähigkeiten, auch seinen Mängeln, seiner ganzen Biografie gemocht ist, umfangen wird, bejaht ist. Und das
führt ihn auch dazu, sich selber zu mögen, sich selber zu akzeptieren. Es schafft ihm das Empfinden des intensivsten Selbstbesitzes. Und dann ist zwischen dem, was er soll und dem, was er möchte, der Gegensatz aufgehoben. Das ist das ganze Glück der Liebe. Man will überhaupt nichts anderes mehr als das, was dann auch irgendwann als sittliche Pflicht, wenn man es so nennen soll, an einen herantritt. Es kommt aber gar nicht mehr von außen. Man würde deutlich spüren, den anderen jetzt zu enttäuschen, zu hintergehen, zu belügen oder zu betrügen, wäre ein Schmerz für einen selber. Es wäre etwas, das einem Unrecht gleichkäme, das man auch sich selber dabei zufügt. Und es gibt überhaupt keinen Grund. Noch einmal, ließe man das Glück leben, ließe man die Freiheit von innen her sich gestalten, sie würde nicht all das anrichten, was aus Schmerz, aus Leid, aus Angst und Verzweiflung allemal entsteht. Der Irrtum der kleinen Moralisten ist immer, dass man für jedes Problem eine Vorschrift von außen braucht. Diese kleinen Moralisten können nichts wirklich wachsen lassen. Sie sehen Blumen welken und schon haben sie dabei ihre Spalierstäbe, um sie wieder ins Licht hinein zu zwängen, aus dem die Blumen gerade wegstreben. Aber etwas, das den Boden lockert, etwas, das von innen her Energie spendet, das ist die Liebe und das eröffnet mit Mal, dass das ganze Sonnenlicht wieder in die Blüten fällt und alle Schönheit sich entfaltet. Wäre eine Welt voller Liebe eine freie Welt? Ich sage das einmal so, wir hätten dann eine Freiheit für die Liebe, eine Freiheit für die bestimmte betreffende Person, ein Wagen des Lebens mit einem Menschen und demzufolge sicherlich auch eine sehr viel friedfertigere Welt. Denn Krieg und Hass entstehen sicherlich auch aus der angenommenen Unfreiheit, aus den Schuldzwängen, aus den gesamten Problemen, die wir in uns aufhäufen und die wir immer fehlinterpretieren. Es ist immer ein Hinweis auf ein schweres Leid, wenn jemand denkt, er kann frei werden durch Ausschaltung anderer Menschen. Fast immer ist dann in ihm etwas Menschliches ausgeschaltet worden. Wir sehen jetzt in Bosnien beispielsweise, wie die Kette der Gewalt sich schleppt über Jahrzehnt. Immer wieder wird da so viel Hass aus Qual entstehen und sich dann entladen wollen, in dem Schmerz der anderen bereitet wird. Und immer herrscht subjektiv die Vorstellung, man wird so freier, unabhängiger, mächtiger. Die wirkliche Freiheit wäre, sich zu verabschieden aus diesem Teufelskreis. Aber dazu gehört, dass man sich besinnt auf eine Gemeinsamkeit, die es unter Menschen gibt. Tatsächlich ist dieser Gedanke unvergleichlich kostbar. Wir haben gemeinsam eigentlich nur ein einziges zu fürchten, das ist der Tod. Wir können die Angst vor dem Tod zum Instrument machen, um den anderen zu bekämpfen, einzuschüchtern, ihn in den Tod zu stoßen. Wir könnten uns aber auch verschwistern, verbrüdern und sagen, wir gemeinsam treten an gegen den einzigen Feind, den wir alle haben. Dann hätten wir eine gute Chance, frei zu werden, indem wir nicht mehr den einen des anderen Wolf sein lassen, sondern gemeinsam uns besinnen, wie wenige Jahrzehnte wir auf dieser Erde leben. Und wir könnten beginnen, uns das Leben leicht zu machen. Es würde bedeuten, es wäre ein freies Leben, ein friedvolles Leben und ein Leben voller Liebe. Eigenartigerweise ist in der indogermanischen Sprache die Wurzel Fri vorhanden. Diese Wurzel bedeutet stets Freiheit. Wir haben das in Freedom, wir haben es in Friede, im Freier. Das heißt eigentlich, Freiheit ist Friede als Liebe. Religiös würde es heißen, Gott ist Heiliger Geist als Jesus. Oder philosophisch, Sein ist Bewegung als Leben. Mit dem Als meine ich immer in Gestalt von. Und in dieser Gestalt von manifestiert sich wahrscheinlich die Ordnung. Ich sage jetzt ganz bewusst Ordnung, denn... Mit T geschrieben. Mit T, Ordnung. Die Ordnung, denn die Ordnung hat einen Ort. Wir haben hier einen Speer. Die Spitze dieses Speers heißt im Germanischen Uzoa. Uzoa ist der Ort, in den alles zusammenfließt. Hier findet sich sozusagen nicht nur der Tod durch die Verletzung, die dieser Speer hervorrufen kann, sondern auch die Freiheit. Keine Freiheit ohne diese gewisse Ordnung.
Sammlung, also Sammlung, Konzentration, ja, als wichtige. Ich möchte Ihnen eben im Sandkasten zeigen, wie die Chinesen das zeichnen. Wenn Sie bitte mal mitkommen. Es gibt ein Wort, das heißt Zuyu. Und das setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der eine Teil sieht so aus. Und der andere Teil sieht so aus. Jetzt ist das Fantastische daran, dieses Schriftbild heißt Man selbst. Dieses Schriftbild heißt Wegen. Beide haben eine Ordnung, also ein Quadrat, beziehungsweise hier vier Quadrate, reichen aber zweimal über dieses Quadrat hinaus. Das heißt, die Ordnung ist zwar da, wird aber durchbrochen. Und im Chinesischen heißt dann Freiheit wegen einem selbst. Das bedeutet wohl, man selbst ist die Ursache seiner Freiheit und man selbst kann sich auch in dieser Freiheit entfalten. Ich sag's mal mit dem jüdischen Zeitgenossen Jesu, mit Rabbi Hillel: Wer, wenn nicht ich, sollte denn denken an mich? Aber wer wäre denn ich ohne den anderen? Das heißt, ich denke, das sind ja die beiden Seiten. Freiheit kann sich nur entfalten in dem gemeinsamen Zusammenwirken unter den Menschen. Freiheit ist immer auch die Freiheit des anderen, nicht nur meine eigene. Beziehungsweise meine eigene Freiheit spiegelt sich in der Freiheit der anderen wider und umgekehrt. Und das wäre die Toleranz.